Hey, Franks, my friend. What's up? Mario, mein Lieblings-Zivi. Da bin ich. Hey, da spielst du alleine Karten. Spannend. Willst du reden drüber? Ich hab grad Zeit, hau mir wegen zu dir. Nicht da! Da sitzt der Tod. Sicher, wo sonst, gell? Dann hau ich mich dazwischen so. Der alte Mann und der Tod. Oh, jetzt ein wenig kalt hier. Stört den nicht, Alter, oder? Aber was den, ne? Am Morgen ein Joint und dein Tag wird dein Freund. Sagst du bitte nicht immer Alter zu mir? Auch wenn es stimmt. Für mich bist du das Enkelkind, das ich nie wollte. My friends, my friend. Huh? Gute Laune, Bär, was? Relax ein bisschen, Leute. Reiß dir kein Depri auf. Und, Friends, was geht bei dir und bei den Deinen? Die meinen? Ja, sicher. Ich kenne mehr Leute am Friedhof als beim Wirt am Eck. Na, Alter, ich mein, was tut sich in Sachen Liebe? Huh? Hast du das nicht gecheckt? Heute in der Früh, die Frau Grubermann, die hat dir mehr oder weniger mit die Augen schaust zum gehabt. Ein Urschier gespielt für mich. Aber uroffensichtlich. Du weißt aber schon, dass ich dich hören kann. Man braucht es wenigstens nicht zweimal sagen. Genau. Das mit den Augen ist mir nicht aufgefallen, weil ich meine Brille schon wieder verlegt gehabt. Also bin ich. Aber das Viagra, das sie mir schon wieder zugesteckt hat, war schon recht eindeutig. Zweideutig. Hey Friends, der volle Checker. Was? Der volle Gilf-Hunter. Gilf. Yeah? Grandmother like to fuck. Ich meine jetzt nicht ich, Gott bewahre, allein der Gedanke, dass ihr jetzt waren. Es geht gar nicht. Ja, genau, listen up, ich hab's eh. Aber habe ich das schon erzählt? Letzte Woche wollte die Frau Gruber schon fast fangen, wirklich. Mit ihren violetten Haaren, sie ausschaut wie so ein Pokémon. So ganz ein Seltenes, weißt du? Man, entweder hat unser Hausfriseur keinen Zugang zu normale Form oder einen urschrägen Sinn für Humor. Ich mein, der taugt mal. Aber Friends ist was anderes. Ey. Und das mit dir und der Frau Gruber, was wird? Was? Was? Ich meine, so schnell wie sie sagt, das wird der urlange Quickie. Genau. Sicher? Wir brauchen ja für alles lange. Vorurteile sind die Vernunft der Narren. Das war jetzt urfüh und urschnell. Was? Wie bitte heißt es? Das auch noch. Wenn alle Polen stehlen würden, dann wäre Polen wahrscheinlich das reichste Land der Welt. Sicher. Wenn alle Moslems Terroristen wären, dann wären wir schon lang tot. Und wenn alle Politiker nur geldgeile, egozentrische Lobbyisten wären, dann... Die ersten zwei stimmen. Genau. Jetzt hab ich sie, verstehst du? Aber das taugt mir so an dir, verstehst du? Du bist trotz der wenigen Haare, die vielen Falten, der dritten Zehen, der schwachen Blasen, den doch schlechten Augen, aber dem guten Gehör bist du trotzdem nur irgendwie ein Mensch blieb. Irgendwie. Ja, genau, irgendwie. Mhm. Und genau wie von jedem anderen bleibt am Schluss eine Schurkschachtel voller alter Fotos übrig, die mir irgendeinem Angehörigen in die Hand druckt. Jemand wie du wird die Schachtel wahrscheinlich sogar nur rauchen. Sicher. Was besser wäre, sie wegzuwerfen. Hey Friends, entspann dich mal ein bisschen. Think pink, verstehst du? Ich bin überzeugt davon, dass in deiner Box einmal die urcoolen Sachen drinnen sein werden. Glaube ich. Ist nett, dass du das sagst. Aber woher willst du das wissen? Hörst, Alter, ich spiele das einfach. Verstehst du, dass die urleibenden Vibes, wirklich. Ja, und du lebst noch, das finde ich urkeksig, wirklich. Viele in deinem Alter sind schon urtot, glaub mir. Verstehst du, mit dem ganzen Reden und nebenbei zuhören und der Tütenbahn geht gar nicht. Ich bin nur Monotasking. Etwas wirklich zu können, ist ja heutzutage nicht mehr wichtig. Jetzt haben wir's.
Vielleicht wieder mal selber die Winterreifen wechseln. Oder vielleicht sogar Haus bauen mit den eigenen Händen. Ihr kriegt ja schon einen Steifen, wenn so ein scheiß finnisches Bambi-Regal aufstehen könnt. Billy. Was? Wie bitte heißt das? Wie bitte? Ja, geht ja. Aber das Regal heißt Billy und kommt aus Schweden. Das ist so wie ab und die ganzen 70er-Jahr-Pornos. Aber hey, wir würden ja eh gern Häuser bauen, aber wo? Ist ja alles zugebaut mit euren alten Häusern, verstehst? Dem schieren, dunklen Holz und dem ganzen giftigen Asbestdreck da drin. Da gibt's Häuser, die schon aus, wenn's innen und außen komplett verfließt waren, verstehst? Und durch das, dass sie immer öder wird, können wir nicht einmal drinnen wohnen. Weißt? Das ist so ein Teufelskreis-Dings-Sache. Manche Sachen will ich auch gar nicht mehr verstehen. Ja, ich schon lange nicht mehr. Wir haben früher noch jede und jeden auf der Straße gegrüßt. Na, servus. Was macht ihr? Ihr telefoniert mit euren Fotoapparaten. Sicher. Und rennt mit Kopfhörern durchs Leben. Dass nicht mehr von euch im Straßenverkehr sterben, wundert mich. Ich frag's auch nicht. Die Oberspezialisten haben ihr Telefon dann auf so einer langen Stange. Und dann rennen sie durch die Stadt, als wenn sie Landminen suchen würden. Ja, der Trottel! Sicher. Anwesende ausgenommen. Aber Friends, du musst das so sehen, verstehst? Ihr habt Landminen gesucht, wir suchen Pokémons. Die Zeiten ändern sich, die Spiele ändern sich. Jetzt gibt's Autos, die von selber fahren. Ja, ist geil, was? Was ist das Nächste, hä? Frauen, die von selber schwanger werden? Na, das kannst du nicht machen, hier ist der ganze Spaß weg. No risk, no fun. Früher bei uns, wenn eine Frau ein Kind wollte und das hat mit dem eigenen Mann nicht so geklappt, Nachbarschaftshilfe war das. Heute kennt man seine Nachbarn gar nicht mehr. Heute sterben die Leute alleine in der Wohnung und werden Jahre später gefunden, weil sie aufregt, das stinkt. Hey, Friends, ein bisschen runter vom Gas, ja? Wenn einer meiner Freunde mal eine Stunde nicht online war, machen wir schon Uhr die Sorgen. Ganz wurscht, wie er riecht. Wie kannst du so bekifft überhaupt arbeiten? Ich kann gar nicht anders. Es geht mir alles viel schnell. So wie neulich, wie die Susi gemeint hat, ich so... Auf alle Fälle hat die Susi gesagt, das ist. Verstehst? Ja.